Hallo bei Niedernhausen Info. Die letzte Woche vor den Ferien war in Niedernhausen noch mal einiges los. Alleine am Dienstag hat der Kreistag sich mit dem für uns ja so wichtigen Thema Ultranet beschäftigt, hat noch mal eine Resolution verabschiedet, in der die Entscheidung der Bundesnetzagentur mit sehr, sehr deutlichen Worten verurteilt wurde. Und was mich sehr freut ist, der Kreistag hat auch wirklich wieder mit parteiübergreifender großer Einigkeit noch beschlossen, dass seitens des Rheingau-Taunus-Kreises die von Ultranet betroffenen Kommunen auch in ihrem weiteren Kampf vor Gericht aller Wahrscheinlichkeit nach Unterstützung organisatorischer, finanzieller und juristischer Art durch den Kreis bekommen werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal in dieser für uns so wichtigen Frage. Und am Mittwoch ging es dann weiter mit unserer Gemeindevertretung in Niedernhausen mit vielen wichtigen Entscheidungen, was mich sehr gefreut hat. Das war wieder unheimlich viel einstimmig. Trotz intensiver Diskussionen in den Ausschüssen, so stelle ich mir Kommunalpolitik vor, dass man vorher die Positionen austauscht, miteinander ringt und nachher hoffentlich auch einen Kompromiss findet, der wirklich dann auch die beste Lösung für unsere Gemeinde ist. So haben wir zum Beispiel den nächsten Schritt in der Planung des Lenzhahner Weges auf den Weg gebracht, haben die Kita-Satzung erneuert und haben auch viele Beschlüsse gefasst, die unseren Wald und auch die Energiesicherheit, den Klimawandel hier in Niedernhausen betreffen. Viele gute und wichtige Entscheidungen, das hat mich wirklich gefreut. Am Donnerstag dann wurde es ein bisschen feierlich. Ich bin eingeladen gewesen und auch sehr gerne dort vor Ort gewesen in der Teistalschule. Dort war das Schulfest bei wunderbarem Wetter. Konnte ich mich überzeugen davon, welche gute Arbeit dort geleistet wird und wie vielseitig das Angebot für die Schülerinnen und Schüler an der Teistalschule ist. Ich habe da eine schöne Zeit verbracht, habe dort auch meinen Kollegen Sandro Zehner aus Taunusstein getroffen und war wirklich froh, diesen Termin am Ende wahrgenommen zu haben. Und am Freitagabend dann war die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Königshofen. Dort haben wir die langjährigen Wehrführer und Jugendwartin verabschiedet. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Bernd Seelgen und die Marion Kilp, die das so lange so gut gemacht haben. In der Gemeindevertretung, die ich eben schon angesprochen habe, ist ja der Grundsatzbeschluss gefasst worden, dass das neue Feuerwehrgerätehaus im Ort Königshofen auch bleibt und gebaut werden soll, am Standort Albert-Schweitzer-Straße. Das ist, glaube ich, eine Entscheidung, mit der auch die Einsatzabteilung, mit der die aktiven Feuerwehrleute in Königshofen sehr, sehr gut leben können. Und ich freue mich nun darauf, diese Planung voranbringen zu können. Das war es, was in dieser Woche alles passiert ist. Und es war natürlich auch die letzte Woche vor den Schulferien und für mich auch die letzte Woche vor meinem Urlaub, auf den ich mich sehr freue. Ich wünsche allen, die jetzt ebenfalls frei haben, den Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern, all denen, die jetzt Urlaub haben, eine wunderbare Zeit und all denen, die trotzdem arbeiten müssen, eine genauso gute Zeit bei hoffentlich gutem Wetter und wunderbaren Angeboten, die wir hier in Niedernhausen haben. Waldschwimmbad, Weinstände, alles, was es hier so gibt. Bitte nutzen und hoffentlich gute Erholung in den nächsten Wochen. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ciao.